non praktikplats eller något ställe som de behöver volontärer eller för att integrera mig i det svenska samhället och lära mig. Nel frattempo, mentre studiavo, lavoravo e ne facevo mille. Ed in più ho iniziato a fare anche il volontariato. La mia prima esperienza di volontariato è iniziata nella Pubblica Assistenza di Siena nel 2011. Ho iniziato a fare principalmente un corso di primo livello da soccorritore perché ero interessata ad integrare, no, oltre al mio piano di studi anche con quello del volontariato perché credevo e lo credo tuttora che come esperienza mi poteva servire per poter raggiungere una maggiore esperienza per quanto riguarda il mio lavoro. Da lì in poi la mia crescita all'interno del volontariato è stata sempre in fase up, no? In fase crescente, perché oltre a quello ho iniziato anche a fare un altro tipo di volontariato, quale quello dell'approccio cinofilo rispetto al volontariato. Io ho due cani, e con uno dei due soprattutto, Zoe, svolgo un'attività di volontariato chiamato Comfort Dog, cioè facciamo di interazione fra il cane e le persone, per cui ho partecipato a diversi progetti, quale quello delle attività all'interno delle scuole, l'attività nelle zone terremotate. Sono stata parecchie volte a Borbona, che è un paese che è stato colpito dal terremoto. Sono dell'idea che si può scegliere di vivere in un paese, ma si può anche scegliere di non condividerne la cultura o il tempo, la routine e quant'altro, però sono dell'idea che se uno decide di fare questo ci debba essere comunque una forma di rispetto verso il paese che ci ospita. Con questo voglio dire che uno può scegliere di non integrarsi, però accettarne poi la cultura, le abitudini della città in quale si vive, del paese e quant'altro. Quindi, se proprio vogliamo parlare di integrazione, quello che può aiutare una persona ad integrarsi, credo che sia intanto la compagnia. Perché credo che crearsi una rete di amici, di conoscenze, di condividere del tempo, una passione, possa questo facilitare l'integrazione. Per quanto mi riguarda, nel mio caso, le mie passioni mi hanno aiutato tantissimo, il volontariato mi ha aiutato tantissimo, lo sport credo che possa aiutare molto, ad integrarsi. Nel mio caso, il rugby mi ha aiutato molto, a trovare anche un certo tipo di serenità, perché condividere una passione ti rende molto più simile, molto più vicino ad un gruppo di persone, per cui ti aiuta anche ad integrarti. Io mi sento molto integrata, mi sento a casa. Credo che l'Italia sia uno dei paesi più ospitali che ci possano essere. Ho avuto modo di poter viaggiare, di poter fare molti viaggi, di poter vedere molti paesi e credo che venire in Italia e viverci sia una grandissima fortuna. Tutto questo però dipende dalla modalità d'approccio col quale chi arriva, no, si approccia alle persone del posto, che non è scontato che chi ti riceve ti debba per forza ospitare. Per me integrazione vuol dire
trovare in un luogo in mezzo a delle persone un modo di vivere che ti possa rendere felice come se tu fossi a casa tua. Perché sentirsi a casa in un paese che non è il tuo è una grandissima fortuna. Se dovessi dare dei consigli a chi decide di venire. Con la mia scuola di cinema per un anno e anche ho fatto volontario a Norcia ad aiutare i terremotati a gennaio-febbraio 2017. Con la mia scuola di Siena ho iniziato a fare volontariato ordinaria, poi ho fatto il corso di soccorritore di livello base e quello da basato. E poi ho fatto anche servizio civile per un anno. Grazie a questi corsi di formazione, e perché con questi ho potuto fare tutte queste cose, e il servizio Boh, mi ricordo, l'ho fatto qualche volta al comune, ma per 3 mesi, l'associazione, Pangea, e poi c'erano degli amici che facevano anche volontariato, andavo con loro. Quando facevo quello ho incontrato il sindaco di Siena. volontariato, no? Perché io penso anche in che Brasile. in Brasile, sì, l'ho sempre fatto, perché io penso che, sai, una parte di noi è a servizio, no? E se possiamo fare qualcosa a una persona, no? Che per aiutare questa persona a quello che lei o lui ha bisogno, è parte della nostra missione, no? Quindi fare qui sì, era seguire questo mio valore, filosofia, no? Di essere a servizio, di aiutare un'altra persona e fare sull'immigrazione, sì, era il tema, no? Io sapevo tantissimo che cosa voleva dire, volevo passare qualcosa di positivo anche a una persona che era appena arrivata e non sapeva nulla, no? Come sarebbe stato. No, il lavoro che ho fatto all'inizio, perché all'inizio, no, uno si crea un'idea di creare un progetto, però alla fine mi sono resa conto che loro, no, quando ho fatto questo volontariato, loro che erano appena arrivati, erano arrivate da 2 settimane, dovevano conoscere dove erano. Io mi ricordo che sono stata lì, ho chiesto: ah, siete stati? No, sono stata una settimana, dopo sono tornata la settimana seguente, ho detto: ah, siete stati in giro? No, mi sono resa conto che non sapevo dove erano nella mappa. Quindi lì ho aperto la mappa e ho detto: vabbè, siete arrivati qui, siamo qui, che cosa c'è nell'intorno? Quindi ho capito che la necessità, perché ognuno ha una necessità, quindi la necessità del momento era che loro sapessero dove erano. Quindi li ho portato al paese più vicino, a San Casciano, a conoscere il paesino, ho portato lì, ho portato qui, tipo la base, giustamente sapere dove erano, perché non sapevano. Quindi uno pensa che è scontato, però uno che sta arrivando non lo sa. E dei corsi. Ein Amt ist sehr wichtig, weil es gibt immer wieder Leute, die Hilfe brauchen und die auch sich gerne helfen lassen würden, aber die finden einfach keine Möglichkeit, vor allem wenn man in einem kleinen Dorf wohnt, in dem die Leute sehr zurückhaltend sind. Ich engagiere mich selber ehrenamtlich. Ich versuche zum Beispiel, wenn jemand eine Wohnung sucht oder eine Arbeitsstelle sucht, versuche ich ihm immer zu helfen. Ich frage Bekannte nach. Ich rufe zum Beispiel bei Firmen an und frag mal nach, ob sie Arbeiter suchen. Dann helfe ich denen auch beim Lebenslauf schreiben. Ich habe auch mittlerweile vier Freundinnen geholfen, eine Arbeitsstelle zu finden. Und die arbeiten jetzt seit 2 Jahren und sind mit ihrer Arbeit auch sehr zufrieden. Ich bin jetzt ein Mitglied im Jugendrat in meiner Stadt Bad Kötzting. Der besteht aus 8 Leuten. Wir setzen uns für die Jugend ein, wir hören uns die Probleme der Jugend. Wir schauen manchmal, was könnte man zum Beispiel im Kuhpark für die Jugend organisieren.
Wir organisieren auch manchmal Tanzbälle. Wir tun einfach was für die Jugend, weil leider die Jugend manchmal von der Politik nicht berücksichtigt wird. Auch aufgrund der Wahlstimme und so weiter, weil auch viele Jugendliche nicht wählen dürfen. Zum Beispiel, wenn die Jugendlichen zum Beispiel 16 sind, die dürfen nicht wählen und deswegen werden diese Interessen von diesen Jugendlichen nicht berücksichtigt. Ich finde es gut, dass es den Jugendrat gibt, weil man ist einfach an der Macht der Stadt beteiligt. Man kann auch was für die Jugend tun. Und wie gesagt, da werden auch die Interessen der Jugend berücksichtigt. Man kann auch sagen, dass zum Beispiel Lokale für junge Leute fehlen, dass man vielleicht irgendwas von der Stadt organisieren soll, wie Tanzbälle, wie Partys, damit sich einfach die jungen Leute besser kennenlernen. Und vor allem ist es für mich wichtig, dass es den Jugendrat gibt, weil der Jugendrat auch parteiunabhängig ist. Ich habe eine Einladung von der Stadt bekommen und mein bester Freund, mein Kumpel Juland ist auch im Jugendrat und der hat mich gefragt, ob ich einfach mitmachen möchte. Und ich habe mir das überlegt und dann habe ich mich dafür entschieden, dass ich dem Jugendrat beitrete. Ich wurde gewählt, also ich würde gerne erstmal beitreten, selbst wenn ich nicht gewählt wäre. Hätte ich dem Jugendrat beitreten können, aber ich wurde auch gewählt von den jungen Menschen, weil viele einfach erkannt haben, ich will wirklich für die Jugend was tun. Ja gut, habe ich selber nämlich als Lernbegleiter bei der VHS gearbeitet, das war der Montag da, also ich habe den Teilnehmerinnen geholfen mit der Sprache. Es ist gut, also man hilft nicht nur ihnen, sondern man kennt sie auch, lernt sie kennen, man kennt interkulturelle Unterschiede. Und dann, ich gehe manchmal freiwillig zum Berufsschule, weil ich weiß schon, dass viele Jugendliche aus dem Iran oder Afghanistan noch sind dort und sie brauchen etwas Hilfe. Zum Beispiel, ich war dort und dann die drei persische Jugendlichen waren sie und sie sind ganz neue in Deutschland. Und ein Junge ungefähr seit einem Monat ist an der Berufsschule, ein Mädchen zwei oder andere sechs, aber sie wissen noch nicht, was ist Regel in der Schule. Zum Beispiel, wenn jemand krank ist, muss unbedingt Eltern die Schule Bescheid sagen. Sie wissen nicht, weil bei uns im Iran gibt es andere Regeln. Und sie zum Beispiel, sie wissen nicht nach Schulabschluss, was können sie machen. Sie mussten alles wissen, dass zu spät oder in Zukunft können sie besser entscheiden. Zum Beispiel ein Mädchen war im Iran im am besten Gymnasium und sie hat schon gute Note, aber momentan ist sie in Berufsschule. Und gestern sie hat viel geweint, ja, ich will zum Gymnasium gehen, wie kann ich? Und dann hat schon viel Stress, aber ich habe schon erklärt, kannst du mit dieser Richtung gehen. Und dann, ich habe schon viele deutsche Pädagogik kennen und sie können Hilfe bekommen von anderen Leuten. Oder sie wissen nicht, was ist Regel in Deutschland. Zum Beispiel, sie müssen beobachten von Strom. Aber sie wissen nicht. Und ich muss etwas erklären. Oder Kontakt mit anderen Leuten. Ich habe sie gesagt, zum Beispiel, sie müssen andere Meinung akzeptieren, weil in Deutschland gibt es Demokratie. Du darfst nicht sagen, nein, nur meine Meinung ist okay, nein. Sie müssen mit anderen Jungen oder anderen Menschen guten Kontakt haben. Die anderen können sie oder müssen sie ihre Meinung akzeptieren. Und viele, sie hatten schon viele Fragen, zum Beispiel, wie können wir etwas Hilfe bekommen zum Nachhilfe? Oder wie können wir besser werden jedes Mal? Wie können wir Kontakt mit verschiedenen Vereinen haben? Ja, zuerst die Jugendlichen
Ausländer, Jugendliche sind sie schon sehr traurig, weil sie denken, okay, die deutschen Leute wollen sie nicht mit uns Kontakt haben. Ich habe schon erklärt, nein, das ist ihre Meinung. Sie denken nicht. Natürlich, sie sind neue, sie brauchen Zeit. Langsam, langsam können sie zusammen Kontakt haben. Zuerst eine Sekunde, ein Tag, das geht nicht. Sie brauchen Zeit auch, sie brauchen, ihr braucht Zeit. Und ja, sie wollten viel wissen über ihre Situation. Und ja, das ist sehr gut. Wenn ich dort bin, 3 Stunden, 4 Stunden ohne Pause bin ich schon beschäftigt und ich bekomme gute Gefühle und dann ich bin stark auch, wenn ich etwas Hilfe kann. Das ist sehr gut für mich. I worked as volunteer, so I know the people from this way. I used to be volunteer with refugee LGBT, and here and also as I because I am member of this group, so it is good for me. I think it is very helpful to help each other. And to have new international people, and also because it is a human right, we have to think about the human right. That's why it is good for me as volunteer. Yes, for volunteer they should know what the position have to do and how many hours. I think volunteer is not like volunteer. You should be like more. In the time. Στον κόσμο, δηλαδή για το μπάνιο, το σκέγο και το πλυντήριο, έγινα σαν δουλευτές στην αρχή. Και μετά μου βγάλανε να δουλεύω μαζί τους και μου βοήθησαν να μείνω εκεί, στο κέντρο άστεγος. Και ήμουν εκεί, έκανα μπάνιο μου, δηλαδή ήμουν σαν σπίτι. Ναι, έκανα στην κλίμακα και μου βοηθήσανε και μου κάνανε έτσι, πώς να μπορώ να βοηθήσω. Δηλαδή σε μπάνιο και τα ρούχα τους και τα φαγητά που άρχισα και εγώ να μαγειρέψω και έχω μάθει πώς να μαγειρεύω τόσο πολλά άτομα. Και από εκεί μετά έρχεται τελευταία και έκλεισε αυτό το κέντρο. I work in organization at work, volunteer in Enke. So we organize every 2 weeks sometimes this meeting. I management the reception, the classes inside the Anka. We have many section, barber, tailor, workshop with metal, jewelry, and I organize all this between teacher and student. Yes, and help with translate. Well, I will advise him to and depend on him. I am tout ça, normal, j'ai fait vraiment. Et qu'est-ce que vous aviez envie de faire en France? Bon, en France, je suis là maintenant, j'ai des projets, j'ai envie de travailler d'abord. Mmh. Et je travaille déjà à travers, grâce à mes deux formatrices, quand j'ai fini ma formation. 3 ans sans rien faire, qu'à la maison, j'étais mère au foyer. Je ne sais pas, est-ce que je vais travailler, pas travailler, en sortant déjà dans la rue, c'était mieux qu'on est pour.